Wir haben jetzt die Qual der Wahl. Was werden wir spielen? Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen hier das etwas tollere Spiel, was ein bisschen freundlicher aussieht. Wir müssen jetzt also Schmetterlinge ziehen. Schmetternetz. Versuche mehr Schmetterlinge als deine Gegner zu fangen. Bewegen, Netz nach oben, schwingen A, Netz seitlich, schwingen B. Da wir gerade so schön Fische gefangen haben, fangen wir jetzt halt Schmetterlinge. Warum nicht? Beim nächsten Mal fangen wir weiße Haie. Das ist auch schon mal eine tolle Steigerung. Hopp. Haben wir schon welche gefunden? Gefangen? Gefunden. Manometer. Ich glaube auch die gelben sind am meisten wert, oder? Die gelb-goldenen. Jetzt komm doch mal her, ihr Penner. Alle zu uns. Erinnert so ein bisschen an das Schmetterlingsfangnetz von The Legend of Zelda A Link to the Past, finde ich. So. Und ich glaube, wir sind ganz gut im Rennen. Kann auch täuschen. Mann, doch nicht. Von wegen gut im Rennen. Kommt doch mal hier zu Papi. Immerhin haben wir auch genug Zeit. Also wir haben genug Zeit, hier mächtig Dinge einzufangen. Aber die anderen machen es auch ganz gut. Unsere Feinde, unsere Todesfeinde hier. Aber jetzt haben wir mal, glaube ich, zwei auf einmal gefangen. Das ist schon ordentlich. Damit kann man leben. So. Jetzt also ist Deadline. Wer wird es schaffen? Von wegen. Wir sind gar nicht mehr wert. Wir sind gar nicht mehr wert. Wie dumm ist das denn? Ach, die anderen sind viel mehr wert. Wie doof ist das denn? Ich dachte, die goldenen, die gelben wären am meisten wert. Aber dabei sind die roten 3 wert. Und die blauen noch mehr. Wie scheiße ist das denn? Wer soll sowas denn wissen? Alter. Jetzt gehen wir hier ganz leer aus. Das ist doch voll gemein. Zum Heulen ist das doch. Ei, ei, ei. Nun ja. So viel zum tollen Kampfspiel, dass wir hier toll bestritten haben. Und wir dürfen schon wieder mit der guten Peach spielen. Hat ja auch eben gut geklappt in der Höhle. Also von daher kann nur gut gehen. Die große Entweichung führe Stampfattacken aus, um die Luft aus dem aufblasbaren Wumms abzulassen. A und A ist die Stampfattacke. Sowas sollten wir hinbekommen. Also ich sollte besser sein normalerweise als so Normalo-Typi. Hoffe ich zumindest mal. Hua, am besten von ganz weit oben. Da bringt die Attacke am meisten. Und das sieht doch schon mal sehr eindrucksvoll aus. Das sollten wir doch hier schaffen. Oder? Hua. Peach, spring von ganz oben. Das bringt viel mehr. Aber das kann man eher ganz oft sagen. Die hört eh nicht zu. Die hört sowieso nicht zu. Wir haben es doch geschafft hier. Wir haben es geschafft. Das sind 10 Münzen auf unserem Konto. Bis der nächste Bowser kommt und uns alles stiehlt. Kann ja ganz leicht mal passieren, wie wir gelernt haben. Die letzten 3 Ründlein brechen hier an. So, und jetzt holt sich auch Donkey Kong seinen ersten Powerstern. Da können wir uns doch mal freuen. Und zwar einfach mal gar nicht freuen. Und da haben wir ihn. Oder hat er ihn. Seinen Powerstern. Juhu. Glückwunsch Donkey Kong dafür. Und zwar gar nicht. Lass mich die Chancen neu verteilen. Der nächste Powerstern ist hier. Der ist doch direkt am Anfang. Der ist doch direkt am Anfang, liebe Freunde. Wie sollen wir da am besten hinkommen? Wie sollen wir da am besten hinkommen? Wie machen wir das denn? Geht doch gar nicht, oder? Dann müssen wir quasi selbst verlieren. Freiwillig verlieren bei dem Roulette. Bei dem Goomba. Oder so. Oder aber Tauschröhren kaufen. Jetzt macht's doch irgendwie Sinn. Zauberlampe für 30 Rubine. Das war gar nicht mal dumm. Die kennen wir ja. Damit kann man zum Powerstern hinfliegen. Manchmal jedoch sind die sogar so doof. Da sind die so doof und nehmen die Zauberlampe, obwohl sie kein Geld haben. Obwohl sie nur 5 Rubine haben. Oder 10, möglicherweise auch. Und dann fliegen die dahin zum Powerstern
nur um ihn dann nicht zu kaufen. Das gibt es tatsächlich. Glückstag für ihn, 10 Münzen. Eine Schnapszahl, das ist eher weniger gut. Doch wo Gutes ist, ist auch Negatives, liebe Freunde. Das Buhu-Haus gibt es hier auch noch, tatsächlich. Wen beklaut er jetzt? Der kann Münzen stehlen, am besten von Peach. Das wäre schlau. Und dann kann er sich sogar tatsächlich einen Powerstern kaufen. Da hat er Glück gehabt. Wir sehen mal, wie hier der Buhu zauberhaft Münzen stiehlt. Nur 20 Münzen, aber das reicht auf jeden Fall aus. Bis später dann. Mann, ist das cool. Wenn er aber schlau wäre, würde er jetzt laufen. Denn, wenn er läuft, dann kann er den Powerstein auch so erreichen und die Lampe später benutzen. So, auch der gute Peach wird jetzt mal ein bisschen Münzen sammeln wahrscheinlich. Na los, beeil dich. Mein Gott, wie doof ist denn? Kann ich mal ein bisschen ins Ziel rollen? Kann sie nicht mal? Heieiei. So, wir sind dran. Holdrieu, eine 6. Da können wir nicht teilnehmen, da wir nur normal groß sind. Da hätten wir zum Beispiel der Minimal-Yoshi sein müssen. Wieder mal 4 gegen 4. Wir spielen Para-Koopas. Also fliegende Koopas. Na dann mal zu. So, in diesem Bonus-Minispiel kannst du viele Münzen sammeln, aber berührst du einen Gegner 4-mal, ist das Spiel für dich vorbei. Bewegen, okay. Also wir dürfen nicht 4-mal getroffen werden von Para-Koopas. Egal. Auf! In den Sprung in die Freiheit. Wow! Lustig wäre es, wenn man so einen Ballon reißen würde oder, ja, einfach explodieren würde. Explodieren und dann ganz, ganz brachial auf dem Boden landen. Das wäre cool, verdammt. Wir haben die Arschkarte, weil wir zweimal getroffen worden. Weil wir dreimal getroffen worden, um Gottes Willen. Wir haben richtig die Arschkarte jetzt mittlerweile. Nein! Scheiße. Das war gar nichts. Da hatten wir mal richtig scheiße gespielt. Ich hoffe, dass die Münzen behalten werden. Ich glaube aber ja. Ich glaube ja. 7 Stück bekommen wir in der Tat. Haben wieder 20, könnten uns einen Powerstern leisten, aber da sind wir sehr weit von entfernt, davon einen Powerstern zu haben. Noch 2 Runden und der gute Donkey Kong tauscht mit knapp, mit Peach. Das war mal sehr knapp. Was auch auffällt, so eine Runde dauert schon erheblich länger als eine normale Runde in älteren Mario Party Teilen. Das fällt mir zum Beispiel sehr auf. Ach man. Der hat eh schon 2 Pilze und will nochmal einen Pilz kaufen. Ein Maxi-Pilz aber diesmal. Noch 2 Runden Zeit, beziehungsweise eine Runde gleich. Und der hat jetzt 3 Pilze zur Auswahl, na. Warum nicht? Und jetzt wird Waluigi doch tatsächlich die mystische Zauberlampe einsetzen. Auf dass sein Wunsch hoffentlich nicht in Erfüllung geht. Doch wahrscheinlich wird er erscheinen. Der mystische Djinn in Übergröße. Eieiei, der hat mächtig zugenommen im Vergleich zu Mario Party 2 und 3. Ach du Scheiße. Ihr habt gerufen, Meister. Ich bin der Geist der Lampe, der Lampengeist. Ich bringe dich jetzt sofort zum Stern, indem er, lustigerweise, auf die Erde springt. Und durch diese Wucht wird er direkt zum Stern hingeschleudert. Leider nicht zum Mond. Das wäre besser gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Und somit also auch Waluigi mit dem ersten, für ihn den ersten Powerstern.
So, die Chancen neu verteilen. Da hinten ist der nächste Powerstern. Und da kommen wir vielleicht sogar hin. Möglicherweise ja. So. Wieder mal heißt es hier Casino. Abenteuer. So, 10 Münzen kann er gewinnen. Wenn er jetzt höher als 5 würfelt, eine 9. Die haben so viel Schweineglück. Ich habe noch gar nicht gewonnen. Ich meine, gut, ich habe auch erst einmal gespielt, aber trotzdem. Öfters kam ich da ja auch gar nicht zu. Und? Nee. Das war ja direkt bei ihm. Und er kann sich in einer Runde 2 Powersterne kaufen. Das erlebe ich auch selten. Ei. Das ist jetzt aber unfassbar. So, die nächste Chance ist da drüben. Toll. Geht da jetzt Donkey Kong etwa hin? Möglicherweise ja. Ich glaube, da läuft er direkt hin. Scheiße. So, wieder mal heißt es Casino Time. Natürlich, da auch Peach Computer ist, wird auch sie gewinnen mit 2. Das könnte sie schaffen. Nee. Ei. Das finde ich ja mal kackendreist. Ich bin ja mal gespannt, was passieren würde, wenn man gleich mit Goomba würfelt. Also beide die gleiche Zahl würfeln würden. Beide zum Beispiel die 2 oder so. Das wäre ja mal sehr interessant. Aber das geht wahrscheinlich gar nicht. So, das nächste Minispiel heißt es jetzt hier. 4 gegen 4, ein weiteres Mal. Schneemann-Brigade. Bin ich ja mal gespannt, was das auf sich hat. Renne über das Eis, um den Schneeballen der Schneemänner auszuweichen. Den Schneeballen. Das tun wir doch mal glatt. So. Oh verdammt. Gleich ganze 4 Stück auf einmal, die uns bewerfen wollen. Huiuiuiui. Bitte nicht mich. Wow. Den ersten haben sie. Ich glaube, ich laufe auch ein bisschen zu viel. Kann das sein? Immer in Bewegung sein. Ist ganz wichtig, glaube ich. Oder kann auch schief gehen. Schief gehen. Nein! Scheiße! Wieso muss denn gerade der werfen, wo ich langlaufe? Warum nicht da hinten bei dem Donkey Kong? Die haben wohl Angst vor Affen, kann das sein? Scheiße, Mann. Zum Kotzen ist das doch. Mann. Dreimal schwarzer Mann. So, letzte Runde jetzt. Immerhin nimmt er jetzt den Maxi-Pilz. Ich hätte ihn auch gelünscht, wenn er jetzt tatsächlich erst noch die Runde vorher den Maxi-Pilz kauft und dann den Mini-Pilz verwendet. Das machen sie auch oftmals. Weil das die pure Intelligenz ist. So, es wäre jetzt schlau, wenn wir die meisten Münzen behalten würden. Denn so wären wir bei Sternegleichheit vorne weg und würden gewinnen. Wenn wir, wie gesagt, mindestens gleichziehen von Powersternen wie Waluigi oder aber den sonstigenjenigen, der gleich viele Sterne haben würde oder so. Wir werden es mal sehen, wenn es soweit ist. So, wir sollten jetzt auf jeden Fall nochmal den Maxi-Pilz einsetzen oder auch nicht. Ne, wir lassen es einfach. Wollen nochmal ein bisschen Roulette spielen gegen Goomba. Aller guten Dinge sind ja 2. So. Lieber Goomba, jetzt aber. Eine 10! Das ist doch nicht zu glauben. Ich sag's doch. Jedes Mal haben wir die Arschkarte und der Computer kommt fast immer durch. Das ist doch nicht zu glauben. Ernsthaft, das ist doch echt nicht wahr. Heieieiei. Das ist doch abgekatert. Das kann doch nicht normal sein. Das kann nicht normal sein. Oder was sagt ihr dazu? Bob-Omb-Gebombe?
spielen wir jetzt. Kenne ich aber, glaube ich, nicht. Das ist ganz doof. Verbindest du drei gleiche Blöcke, lösen sie sich auf. Das ist so ein Puzzle. Puzzle-Abenteuer, aber das kann ich überhaupt nicht. Ich bin eh nicht so der faszinierte Puzzle-Spieler. Auch Tetris zum Beispiel. Das ist zwar okay, aber da bin ich jetzt nicht so der Vollprofi drin, sage ich jetzt mal. Huch. So, runter damit. Wo sollen die denn hin? Wir dürfen aber, glaube ich, auch, wir dürfen zum Beispiel, glaube ich, auch da drüben was rüberstellen, oder? Kann das sein? Tatsächlich. Ist es denn unser Guthaben dann? Ja, ne? Wer hat gewonnen? Weiß ich auch nicht. Wie das hier gerechnet wird. Wir dürfen aber tatsächlich hier ein bisschen alles so kurz und quer stellen. Also müssen nicht unsere drei Felder beachten. Also, oh. Pop-Arms sind immer nicht gut. Beziehungsweise können auch gut sein, aber nicht unbedingt. So. Wenn die hochgehen, dann ist erstmal hier Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und wo das Ende ist, weiß ich auch nicht genau, wie lange das hier geht. Vielleicht bis zu 100 Punkten oder so, kann das sein? Möglicherweise ja. So. Huch. Wir führen sogar noch. Wie kann das denn sein? Ich kann sowas eigentlich überhaupt nicht, aber dennoch führen wir hier. Das ist schon beängstigend. Das zeigt die großartige Klasse unserer Feinde hier. Oh, von wegen wir führen. Jetzt führen wir gar nicht mehr. Aber wo ist das Ende? Oh. Also ab 100 Punkten wahrscheinlich. Und da haben wir keine guten Karten gehabt, haben verloren. Wie bitter ist das denn? Dennoch führen wir nach Münzen. Nach Münzen her haben wir auf jeden Fall zwei mehr als der zweite nach Münzen. Also, es sind anständige Voraussetzungen, vielleicht sogar zu gewinnen. Mal sehen. So, das war's. Nun die Ergebnisse. Da bin ich mal sehr gespannt. Wir sehen uns mal, wie viele Sterne ihr habt. Da sehen wir, Waluigi hat 2, Donkey Kong 1, wir 1 und Peach 0. Sehen wir, wie viele Münzen ihr habt. So viele Münzen habt ihr gesammelt. 26, da führen wir also in der Tat. Und nun zu den Bonusstern. Jeder auserwählte Spieler erhält einen Stern. Zuerst der Minispielstern. Wer hat die meisten Münzen im Minispiel gesammelt? Das ist Yoshi! Grandios, unser Powerstern Nummer 2. Weiter geht es. Der Minstern. Der Minstern geht aber nicht an uns. An Waluigi. Oh, verdammt. Damit ist er kurz vor dem Sieg. Bitter, bitter, bitter. Und jetzt der eigene Stern. Der geht an. Diesmal gibt es zwei Ereignisgewinner. Und das ist Waluigi und Peach. Heieiei, wie bitter. Wir haben alles versucht, aber, und das werden wir jetzt auch sehen, es wird wohl nicht ganz reichen. Leider. Wer wird der Gewinner sein? Das werden wir mal sehen. Wir sind weiter. Waluigi oder wir? Es ist Waluigi, der Gewinner. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist doch scheiße. Du bist der Partystar. Wir schauen nochmal hin. Schwarz auf weiß werden wir es sehen. Dass es nicht ganz gereicht hat. Haben aber immerhin den Minispielstern errungen. Da kann man wirklich am meisten viel machen. Das ist das Entscheidende eigentlich. Weil da hat man Einfluss drauf. Alles andere, wie Ereignisstern, ist meistens immer Glück. Und Münzstern auch teilweise. So, da sehen wir es. Also 4 Sterne, klarer Sieg für Waluigi. Und wir sind Zweiter. Damit können wir leben. Gut. Ich würde einfach mal sagen, ein Part geht noch, indem wir vielleicht mal ein paar extra Minispiele machen, die es hier auch noch gibt. Da habe ich schon noch Lust drauf. Also werden wir uns nochmal wiedersehen.
wenn ihr dabei sein wollt. Also liebe Freunde, bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut!